Das ist Nummer 19. Los, komm ran, komm ran. Das ist das für den Nazi wirklich 20, die Meilen. Ich habe die deutsche Aufnahme. Ja, da sollte man das machen. Aber sie ist nicht unterdrückt. Auf eins, Herr Barnes und Herr Kiede. Und weiter geht's mit dem Team Nummer 21 ebenfalls. Das geht außen vorbei. Das ist sehr vernünftig. Sehr vernünftig. Gute Fahrt! Das sieht so wichtig aus. Sie kommt jetzt in den Kicker. Und die 22 Meter-Gigante, die Stemmel. Großartig. Schön gut zurück. Und das Team mit der Nummer 23, das Kommando Hans-Stemmel. Warum auch immer. Und wir brauchen ganz gerne ein bisschen am Leben. Ah ja, das ist das Team 24, das ist Team Europa. Also die Versprochen sind mir leid. Ich habe drei Versprecher, aber zwei dazu. Und das Team 29, Nordkappelche. Okay, Nordkappelche. Man glaubt, dass ich nicht geschossen werde. Es ist Nacktsaison, ich bin nackt. Die 26, Grand on Tour. Hey, was heißt das denn? Das ist ja geile Kostüme. Hast du die gesehen? Die Mollerkostüme. Großartig. Die 27, mit dem einfallsreichen Namen The 27. Mäßig. Tut mir leid, ich bin kein Auto. Das Team Marmel, ihr werdet einiges zu tun bekommen auf der Rallye. Das ist
genau die Autos, die immer angefordert werden, wenn die Leute mal ganz hinten gewesen sind. Wunderbar. Komm rein, schaut dir mal vor, dass wir die Leute wegkriegen können. Es sind die 42, die Anhalter, wenn sie die Waffe schaffen, sind sie gut durch. Viel Spaß! Haut rein! Und da vorne links sind die Anhalter, das ist großartig. Wir haben da vorne eingesammelt. Das hat euch gut ausgedacht, die Probleme da vorne. Nummer 47, The Rubber Duck. Rubber Duck kennt ihr ja, ne? Und so, und dann? Ja, dann haut rein. Denkt man nicht so weit weg von. Links, 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 ja. Wunderbar, so. Und dann ziehen wir dann nochmal 6 durch. Und damit haben wir Programme. Das schauen wir uns mal an. Gute Reise erstmal. Genau so die Fahrer und Beifahrer gefunden. Das ist die perfekte Position für die Kühlbox im Auto. Die 47 geht auf die Masse The Road Hunter. Gute Jagd, weiter Teil. Und das Team mit der Startnummer 48, The Forty Disco. Und jetzt nochmal die Hintergrund Country. Das ist nochmal so ein schön. Die Startnummer 57, das Team Doppelbock. Alles klar, Team Doppelbock. Das soll ja niemand verstehen. Aber macht er nicht. Jetzt ist es. Gut, er erklärt das für mich, weiß ich gar nicht. Okay, gute Fahrt. Und das Team der Startnummer 55 geht auf außen vorbei. Viele Köpfe, junger Mann. Die Pumperkanäle! Und jetzt kommt der Kopf, die Startnummer 85. Die erste. Die kommt die Nummer 85.
Dinge sein zu machen. Das Team Nummer 85, die Wartan. Gute Fahrt. Da sind die wirklich die Leute, die uns kontaktiert mit mir fahren. Und weiter geht's. Für den Team Nummer 56, das Team hat gefahren. Großartig, seid ihr alles Alpfahren? Wunderbar, genau so soll es sein. Dann hau rein. Und dann sieht man, dass man 57 Minuten aufgeben. Thank you.
Team der Nummer 66, Avinus Racing Team. Avinus Racing Team, sehr gut. Viel Spaß. Wir gucken gleich noch wieder kurz, was? Ah, Fortschritt. Und dann geht es mit dem Team Nummer 67, das tiefste Topknacker. Na, sag mal, habt ihr vielleicht alle unterschiedliche Grenzbewegungen dazu? Den Topknacker, damit wir die anderen Teams hier sicher frei wollen. Okay, auf rein. Und außen vorbei, die ganze Team mit der Nummer 68, Old School Adventure. Und auch das Team der 69, das ist meine Lieblingszahl, das Team Doppelkorn. Aber wir haben auch Stücke gewonnen, oder? Das Team mit der Startnummer 70, das Black Team. Das war jetzt schon und wir begrüßen unsere Freunde aus Österreich, bitte, der Niederland 72, Valhalla! Valhalla! Wenn du nicht trägst, dann... Ja, das ist super. Dann sind wir jetzt schon in Valhalla gelandet. Die Leidenschützen, die Selbstbeugen, die Herr Poppe, Herr Wanni und Herr Gerling.
Außen vorbei geht es direkt an die Nummer 83, die frühe Grill Motorsport. Und das ist wieder die 84, die Fahrt, die sind das zu weit gemacht, die sind auch schon rund um die Ostsee zu gehen, die Sachsen Power. Das ist die Vision dieser Zeit für die Hilfe, und diese Idee müssen angehört werden. Diese Idee heißt, in jeder Sieg aufweisen, in der Straße, in der Kabine, in deutscher Straße. Großartig. Muss ich das haben? Okay. Dann können wir das gleich machen. Viel Spaß auf der Weg! Die ganze Rennen mit der Musik, das ist mal echt komplett. Das ist die Team der Startnummer 101. Da haben
Deswegen, ja, steck eure Hüten aus und leg los. Ja, runter. Deswegen. Das Team mit der Startnummer 103 ist Siegfur. Weiter geht's. Gute Fahrt, gute Reise. Die Vorachtstadt Jena Hotel.
Hat die Feuerwehr nicht nach außen vorbei, ohne einen Konter Feuerwehr runter. In der Stadt aber um 1.23 die Monster. Die
Das
Wir sind im Krieg 12. Das ist ein Rahmenkrieg. Gut, der Länder hat eine Aufgabe. Das ist ein Rollstuhl von Aufgaben. Warum heißt es Krieg 12? Krieg 12. Noch nicht 754. Und die Einsatz 55. Die sammeln die Krieger dann die Alkohol an. Oder was? The Undertakers! Die Lampe. Ah, großartig. Was ist dann nicht gelaufen bei den Anwendern? Also auch so heimgestellt, das ist natürlich sehr interessant. Und wir haben natürlich eine Nummer 56, Blutweiße und 4, Nummer 2, das war gut. Das ist jetzt noch nicht genug davon. Aber ich glaube, nach 60 Tagen war es fertig. Aber hier ist nicht ein Riesenkrieg, das ist ganz genau. Wusstet ihr mal der Riesenkrieg? Genau, das ist auch gut. Und außen vorbei geht das Lied mit der Startnummer 157, obwohl die Mutter hier die Mann gekannt hat. Das Team Jeparul. Wurde gewünscht, dass die mit der Startnummer 158 Tiki-Jacken Ballonseile in Rheinkultur. Die Power-Star ebenfalls. Bitte schön. Und die mit der Startnummer 159 Tiki-Säulern. Die werden Säulern entdecken. Ich spüre es. Herr Klaus und Herr Siemann. Das ist das. Die 160 Funktion Ostsee Heister. Oder da wird der Heist mal los, Herr Müller, Herr Müller. Und die 142 funktioniert. Out of limit, warum bist du alleine? Ach so, also out of limit, hau rein, 142. Ja, die eine Ines und Heike, ihr seid mit zwei. Und weiter geht's mit dem Teammann, das ist der 363, das ist Mark and the Cruiser. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja, das ist ja. Konnte man gut erkennen. Ein schöner Tag, die Welt ist ein schöner Tag. Die 167, The Crack! Aus München angegangen. Das ist Kameriker. 165, The Pell to the Meldon. Hatten wir Klausen, die weit verrückt. Und dann geht es mit dem 167, Norris by Nature. Oh, bleib mal zu sehen, dann kann ich noch so toll sehen. Dann bin ich ganz allein. Viel Spaß. Und das Team mit der Nummer 168. Perfekte Moment für diese Pferde. Das Team, Short Way Round. Und weiter geht's mit der 169.
Der Fremden, die Grenze an den Main-Piraten. Main-Piraten, go! Ich hab das immer als Fantastik nicht mehr. Aber gibt es tatsächlich noch. Wundert sich auch so. 170, meine Herren, der Chaos-Kuck. Kommt auch so. Hält sich auch schon am Arsch, weil er ist raus. Der Chaos-Kuck. Das war ein bisschen Spaß. Ja, das sieht gut aus. Die Wunderbar 173. Die Wurstrumpfhaler. Wunderbar. Sieht ein Auto, habt ihr euch ausgesucht. So soll es sein, so soll es sein. Wir nehmen auch unsere Quoten genau wie alle anderen auf. Und haut rein, die Züge sind nicht mit voll. Und ich habe den Titel noch einmal die Fantastik. Nochmal. Und die ganze Zeit oder die Fantastik. Ja, Heimdall. Warum heißt das Heimdall? Heimdall ist der Richter der Brücke Siegfried. Das war die allererste Stimme. Hallo Heimdall. Ja, dann haben wir ziemlich Spaß und wir hoffen, dass wir über die Brücke kommen. Hoffentlich liegt es Valhalla, weil, ne? Ankommen wir erstmal gut. Okay, haben wir weiter? Der Wächter der Brücke fließt von. Ist er fast kunstig. Heute sind wir weiter mit dem Team Nummer 1 und das sind 75 IT-Schicksalsschleifer. Wir verdienen uns dieses Geld unterwegs oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich merke, dass viele die Schüsse werden wollen. Das habe ich hier gesagt, von dem Schüsse-Schlecken. Los, komm rein, es gibt viele Schüsse-Schleifer. Die Schüsse-Schleifer, die Nummer 175. Stopp, bitte, hier kommt jetzt zu mir. Das Team Nummer 176. Haben wir auch schon was gezeigt? Wir werden das mal machen. Wir haben jedes Auto eine Überwachungskamera eingebaut. Diese Filme werden dann auf Facebook veröffentlicht. Hau rein, viel Spaß! Und die 177, der Kopfschütz und Oldschool Engineer! Dann lass mal reinhauen! Bernhard und Christoph in Rugby Truck! Oh, da kommt er. Und wir erwarten, dass wir diesen Verein
Matches, da knackt die Waffe bei den AA Black Old School. Nummer 201. Es ist der erste
80 Werkstattwagen, der offiziell ist, und alle Team können sich an unsere beiden sechs Werkstattwagen wenden. Wir hoffen, dass wir nicht so viel zu tun bekommen. Aber schön, dass ihr es macht. Wir bedanken uns ganz recht herzlich. Applaus, das macht die Elfer so. Großartig. Nur um uns zu sehen, würde ich sagen, ich brauche Hilfe. Und hier auf jeden Fall die Bayern, der zweite Offizier des Schicksalswagen. Sehr, sehr geil, dass ihr das macht. Das ist auf jeden Fall auf dem Boden. Wenn ihr nicht ankommt, dann weiß ich nicht, wie sonst ankommen soll. Okay, ich weiß, Werkstattwagen sind nicht auf der Strecke. Schön, auf der Strecke zu starten. Da könnt ihr schon mal hinten anfangen, wenn ihr selbst aufzurollen. Und nun, das Team in der Startnummer 41. The Bavarian Hurdy-Curdy. Genau das will er The Bavarian Hurdy-Curdy, meine Damen und Herren. Sehr, sehr schön. Die sagt in Russland auch immer am Auto. Das konnte ich nicht lange reisen. Nein, nein, Quatsch. Das war natürlich ein Witz. Ja, das wollte ich nicht auch ein bisschen anders sagen. Okay, die wissen, wie ich wieder runterkomme. Dann macht viel Spaß. Team Nummer 41, The Bavarian Hurdy-Curdy. So, das war's. Juhu! Meine Damen und Herren, damit der letzte auch. Das letzte offizielle Fahrzeug des Sportteams 2016 in Klasse. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese wunderbare Startveranstaltung. Vielen Dank an alle, die mitgearbeitet haben, an das komplette Team, an alle, die hier aufgebaut haben.